Schöner See, ist das ein Badesee? Ja. Aha. Das war eigentlich nur behindert, also so. Echt? Ja. Jetzt sind wir im Freizeitpark Windheim. Oh, schön angelegt, ne? WC-Dusche, Wickelraum, Wasserrettung, Schließfächer. Toll. Wir können jetzt hier zurückgehen, dann sind wir aber gleich wieder da. Wir können auch so schnell gerade den Wald machen. Hier und dann rechts halten. Oh, du mit deinen Schlenkerern. Ja, jetzt sind wir gleich wieder beim Auto. Ja und? Die putzt selbst bei Frost. Und da hinten kommt die Bahn. Oh. Das sieht ihr uns. Nein, da. So. Straße. Ey, ist ja nett. Tatsächlich keiner drin. Vorsicht da. Oh, wei, oh, wei. Also wenn du hier nicht wach bist mit dem Kopf, ne, dann bist du echt verloren. Also die parken hier wirklich mitten auf der Straße und dann steigen die aus, ist denen wurscht. Das kommt nicht gar nicht.
Oder Warndingens, ne? Nichts. Wir sind auch schnell wie wir. Ja. Was für ein tolles Fahrrad, das ist ja. Wir holen uns mal. Ja. Mein Kind hat sie da nicht drin. Das glaubt ihr denn, wer da fehlt? Yeah! Das erste Mal. Und das auf einer Straße. Jawohl. Ist da unten in Deckung gegangen. Das ist ja nichts passiert. Schön. Petra fährt wohl. Stück Eis. Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen. Links abbiegen auf Dorfstraße. Ja, jetzt babbeln die. Also wir haben jetzt eine Nacht hier in Wesin verbracht. Und zwar auf neben dem Campingplatz. Wir waren mal vor Jahren hier. Ein wunderschöner Campingplatz. Aber leider im Winter geschlossen. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Jetzt fahren wir erstmal nach Greifswald und holen uns Gasflaschen, damit wir wieder weiter heizen können. Ja, ich wollte nur noch erzählen, dass wir jetzt da trotzdem eine Nacht auf dem großen Parkplatz verbracht haben und ja, gehofft haben, dass wir halt da auch stehen dürfen. Und siehe da, am nächsten Morgen, es war überhaupt kein Problem. Ziemlich nette Leute hier, alles unkompliziert. Klar, man darf es nicht, aber die Not macht erfinderisch. Ups, wird nichts. Ich habe das Handy einfach gefallen.
ist das schon majestätisch, oder? Ja? Adolf Svenrich, Krönung. Das ist der Gustav Adolf, König von Schweden. Vom Kahlwasser und natürlich brauchen wir auch wieder Frischwasser. Einen recht schönen guten Morgen. Es ist ein toller Platz hier, sauber angelegt, alles durchdacht. Also im Preis-Leistungs-Verhältnis echt irre. Weiter, 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 weiter. Achso, andere Seite. Vor. Stopp. Ah.
voll. Ein isolierter Wasserspender oder so. Auch im Winter nutzbar, dadurch, dass er beheizt ist, beziehungsweise dass er noch einmal eine Hülle drum hat. So, und jetzt gehen wir mal in den Sanitärbereich. Hier könnt ihr dann mit eurer Karte rein, einfach vorhalten, wenn es dann klappt, oder einstecken, oder unten drunter, ja, unten drunter halten, dann geht die Tür auf. Geschirrspülraum, oh, hier ist frische Luft. Toiletten, Waschbecken und eine Handtrockner. Der Eingangsbereich, Damen duschen. Automatisch geht das Licht an. Ja, schön. Alles super sauber. Setzen Sie gerade Gewicht. Ein Münzapparat. 1 Euro. Glaube ich jetzt. Waschmaschinen und Trockenraum. Das hätte ich ja gestern nutzen können. Mensch. Also alles in einem, ein toller Stellplatz für 20 Euro. Gut, Strom muss man dann dazu buchen. Aber wunderbar. Wunderbar. Da ist die Brücke, wo wir gleich drüber fahren werden. Auf die Insel Rügen. Ja, wenn der nicht minus 10 heute Morgen. Ja, das ist ja kalt in dem Fall.